Liebe Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ihr seht es hier so ein bisschen, hier ist ein Berg voller Boxen, weil heute gibt es richtig geile Uhren. Wir haben heute einen Mix aus Uhren, die wir nicht verkauft haben, Uhren, die Termine da waren, wo der Kunde nicht gekommen ist, Uhren, die wir erfolgreich in Zahlung genommen haben und Uhren. Also wir haben heute ganz viele Uhren. Ich hatte mir eigentlich gedacht, wir arbeiten jetzt gemeinsam mal hier alles ab, weil die sind irgendwie noch nicht so richtig kategorisiert alles zum und dran. Es ist ein kleines Chaos entstanden. Hab mir dann aber gedacht, boah, nee, das wird glaube ich doch ein bisschen zäh, wenn ihr mit mir hier alle Uhren durcharbeitet. Das heißt, ich mache jetzt einen kleinen Cut, ich bereite mal alles vor und ihr kriegt dann einfach nur richtig geile Uhren hier auf dem Screen zu sehen, mit bisschen Beschreibung dahinter, ganz interessante Dinge. Heute auch so, ja, 50% Rolex, 50% was anderes. Wie gesagt, ist aus Zufall so passiert. Deswegen würde ich sagen, lasst mich vorarbeiten und ihr kriegt dann den schönen Teil zu sehen. So, liebe Leute, ich habe doch nochmal eine Planung geändert. Ich arbeite nicht alles vor und wir machen es dann, sondern ich arbeite das jetzt einfach ganz strukturiert ab und immer, wenn ich euch was zu erzählen oder eine Uhr zu zeigen habe, schalte ich kurz ein und ihr könnt hier reinsteigen. Wir starten hier einmal mit einer Moser Flying Hours Limited Edition, blaues Blatt. Die Uhr, der ein oder andere kennt sie vielleicht schon, die war auf Kommi bei uns. Und wir haben die jetzt final angekauft und in Zahlung genommen. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, hier den Preis nochmal anzupassen. Der Preis wird extrem angepasst werden. Also für jeden, der die Uhr gesehen hat und die vielleicht interessant war, durch einen anderen Deal sind wir einfach zu besseren Konditionen an die Uhr rangekommen. Und die werden wir natürlich auch an euch weitergeben. Und das heißt, diese Uhr wird jetzt nochmal, ich habe sie schon beschriftet, einmal nochmal bei Felix geprüft, ob denn auch wirklich alles passt, weil sie jetzt eben hin und her transportiert wurde. Dann wird sie nochmal neu protokolliert, dann wird sie nochmal neu geshootet und dann geht sie nochmal online für euch. So, bis das passiert, bleibt das alte Inserat erstmal noch online, klar, weil wenn sich jemand meldet, können wir das genauso, wie wir es hier ganz transparent kommunizieren, auch kommunizieren dem Kunden gegenüber, dass das passt und dass es aber auch eine Preisanpassung geben wird. Die müssen wir noch festlegen, die wird saftig, also wenn der ein oder andere ein sehr besonderes Stück sucht, dann ist vielleicht diese Moser Flying Hours das Beste. Hier auch, man sieht so ein bisschen mit Kuppelglas, erinnert so ein bisschen auch an MBNF-Style, was die Uhr hat. Ganz interessantes Ding. Da muss man wirklich ein Uhrenverrückter sein, dass man sagt, sowas möchte ich in der Sammlung haben. Aber da haben wir ja genügend von euch hier auf den Kanälen, auf unserem Instagram und auch in unserer Kundenbasis. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir die Uhr jetzt final angekauft haben, dass sie nicht mehr auf Kommi bei uns ist und dass die wieder bei uns geben wird. Und schon geht's weiter mit dem Klassiker schlechthin. Das erkennt man eigentlich schon auf die Weite. Schöne grüne Box, schöne schwarze Uhr. Wir haben eine Subdate reinbekommen aus 2020. New Old Stock, also gekauft, weggelagert, nicht getragen. Der Kunde hat die Uhr jetzt verkauft, weil er eine 2024er bekommen hat. Deswegen musste die Uhr gehen, deswegen haben wir die Chance, eine wirklich ungetragene Sub aus 2020 anzubieten. Das ist eigentlich auch immer ganz schön, weil die 2020er, die kann man so einen Ticken natürlich günstiger anbieten als eine 2023er, auch viel günstiger als eine 2024er, weil das Baujahr und die Werksgarantie da natürlich ein Faktor ist. Wenn jetzt aber jemand sagt, ich möchte eine neue Uhr, eine ungetragene Uhr, möchte der Erste sein, der Kratzer reinmacht. Gleichzeitig will ich aber auch nicht das zahlen, was eine 2024er neu gerade kostet auf dem Markt. Dann ist das die Uhr, die man wählen muss und die jetzt eben demnächst bei uns online kommt. Die geht ganz normal beim Uhrmacher jetzt noch in Check. Die haben wir quasi angekauft und wenn die gecheckt ist, kommt sie online und ihr werdet sie auf der Website sehen. Die nächste Uhr ist eine Marke, die haben wir nicht allzu oft auf Lager. Citizen. Aber da ist echt ein ganz interessantes Teil drin. Bei der Uhr hat der Kunde leider abgesagt. Der war hier relativ lang da und hat gemeint, er muss noch eine Nacht drüber schlafen. Und wie es halt meistens ist, wenn die das Kunden nicht gleich mitnehmen, wird sie meistens auch nicht gekauft. Das ist aber eine sehr interessante Uhr. Japan Only Edition und die hat eine Besonderheit und die möchte ich euch auch zeigen hier auf dem Video. Das seht ihr dann auch auf den Inseratsbildern noch, die Uhr ist quasi wieder online, weil sie eben nicht verkauft wurde. Die hat ein Zifferblatt aus einem ganz besonderen Material und ich weiß nicht, ob man es hier jetzt erkennen kann. Ja, so ein bisschen. Das ist, lasst es mich nicht falsch aussprechen, Washi-Papier, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall das Material, aus dem diese Fliegelaternen gefertigt werden. Also ein sehr, sehr interessantes Material bei der Uhr. Sie hat eine Solarzelle hinter diesem Blatt verbaut, mit dem sozusagen das Quarzwerk betrieben wird. Und das Werk hat auf ein Jahr eine Gangungenauigkeit von maximal 5 Sekunden, so gibt Citizen an. Sie ist super wertig verarbeitet. Gibt es eben in Europa auch nicht allzu viele, weil es Japan-only ist. Wir haben die von einem Kunden in Zahlung genommen bei uns. Ist eigentlich
sage ich mal, eine ganz interessante Uhr. Und so was natürlich Citizen anbietet, auch etwas höherpreisig. Also ich glaube, Liste war die 4.500 Euro, dürfte mich nicht festnageln. Sekundärmarkt ist entsprechend günstiger. Und ich könnte mir die Uhr auch ganz gut vorstellen für jemanden, der vielleicht mit einer Groseiko liebäugelt, aber noch nicht bereit ist, das Geld auf den Tisch zu legen oder zu sagen, ja, ich will erst mal schauen, trage ich dir überhaupt. Vielleicht auch, wenn man gerade über ein Quarzwerk nachdenkt, ist denn ein Quarzwerk überhaupt das Richtige für mich oder möchte ich doch Automatik oder eben Springdrive, was auch immer, gibt es ja alles Mögliche. Weil eben dieses Blatt aus diesem Papier sehr besonders ist, eine sehr besondere Struktur hat, vor allem in der Sonne. Und mit diesem blauen Blatt, das ist ein richtig, richtig, richtig schönes Dunkelblau, extrem schön wirkt. Da bin ich gespannt, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass diese Uhr einen neuen Besitzer finden wird. Der erste, der sie jetzt besichtigt hatte, wird es leider nicht sein und genau deswegen geht diese Uhr wieder zurück ins Lager und wartet darauf, bis irgendjemand von unseren Kunden da draußen, Interessenten da draußen sagt, hey, ich möchte diese Uhr haben und dann machen wir entweder nochmal eine Besichtigung oder wir machen es per Werttransport und senden die Uhr unserem Kunden zu. Je nachdem, woher er kommt. Wir haben zurzeit echt ganz, ganz viele internationale Bestellungen, auch außerhalb der EU. Super spannend und wer weiß, vielleicht geht die Tür wieder zurück nach Japan. You never know in dieser Branche. Ich vermute zwar nicht. Ich glaube, dass hier in Europa jemand drüber froh sein wird, dass sie in Europa ist, aber wir werden es sehen. Die nächste Uhr ist eine Tudor, wie man unschwer erkennen kann. Die Uhr, ich will sie jetzt nicht schlecht reden oder so, und wir werden sie auch verkaufen. Für uns ist die zumindest irgendwie leicht verflucht. Ich kann euch sagen, warum. Die Uhr war verkauft, dann wurde sie zurückgegeben. Die Uhr war dann nochmal verkauft, dann wurde sie nochmal zurückgegeben, weil der Kunde eine andere Uhr dann gefunden hat, die ihm gefallen hat. Dann war die online, hatten einen Tag später eine Besichtigung hier und wir wurden sitzen gelassen. Also ich weiß nicht genau, was da los ist. Manchmal hat man solche Uhren, wo man sagt, irgendwie ist da der Wurm drin. Das ist eine schöne Black Bay, schwarze Lünette, schwarzes Blatt auf Lederband. Mit Faltschließe, also eigentlich eine Uhr, die preis-leistungstechnisch sehr interessant ist, die designtechnisch sehr interessant ist und die eigentlich immer sehr, sehr leicht zu verkaufen ist. Aber irgendwie die erste Rückgabe der Uhr hat irgendwie, weiß ich nicht, für uns schlechtes Verkaufskarma auf diese Uhr gelegt, sodass sie mittlerweile immer noch bei uns ist. Die geht jetzt wieder online, die Uhr. Jetzt hoffen wir, dass der nächste Interessent, der nächste Käufer diese Uhr nimmt. Ich glaube, sie ist jetzt auch ein 100er günstiger online als vorher, weil wir gesagt haben, gut, jetzt wird es Zeit, eine Tudor so lange zu haben, das macht keinen Sinn. Aber natürlich, wenn sie hin und her transportiert wird, wenn wir hier einen Besichtigungstermin haben, wenn wir sitzen gelassen werden, da ist sie halt auch immer reserviert in der Zeit. Da gibt es diverse Videos dazu, wo ich mich drüber aufrege, werde ich heute nicht machen. Was sehr interessant ist bei der Uhr, die kommt mit deutscher Erstkaufrechnung. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und sie war im Service, wenn ich mich nicht ganz irre. Ich schaue es mir nur noch mal ganz kurz an. Yep, die war im Service. Gehäuse reinigen, Uhrwerk kontrollieren. Und zwar war sie das 21. Das heißt, eigentlich eine schöne Historie, eine sehr gepflegte Uhr und eine Uhr, die darauf wartet, auf ein Handgelenk, wo sie nicht zurückgegeben wird innerhalb der Rückgabefrist. Was ich mir schon vielleicht gedacht hatte, warum sie zurückgegeben wurde, ist, dass ja dieses Band bei der Uhr so einen kleinen Used-Look hat. So, ich versuche das mal hier zu zeigen. Hier sieht man das an der Stelle relativ strong. Das ist ja quasi von Tudor mit diesem Vintage angelehnt, so gewollt. Das Band kommt quasi so raus. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Kunden das nicht gewusst haben, diese Uhr dann ankommt, sie das Band ansehen und sich vielleicht so denken, oh mein Gott, was ist da los oder wie sieht das aus oder das wusste ich nicht und das gefällt mir nicht. Was ja auf zwei Möglichkeiten zu lösen ist. A, sich besser über die Uhr zu informieren, die man kauft oder halt auf die Bilder zu gucken, ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, man kann dann natürlich auch andere Bänder dran bauen, wenn einem das nicht gefallen sollte. Ich finde aber insgesamt macht das Band die Uhr super stimmig. Aber man macht sich natürlich seine Gedanken, wieso jetzt man diese Tudor, die haben jetzt nicht mega lang, weiß ich nicht, einen Monat, eineinhalb und für das, dass die verkauft war, zurückkam, Besichtigungstermin sitzen gelassen wurden, ist das eigentlich gar nicht so viel. Von dem her gesehen bin ich gespannt. Wir werden die auf jeden Fall verkaufen und meiner Meinung nach kann sich der neue Besitzer auch sehr glücklich schätzen mit dieser ganzen Historie, die dabei ist. Deutsche Erstkaufrechnung, deutsche passende Karte, Service-Historie, die dabei ist. Eigentlich ja schon sehr interessant. Wir machen weiter. So, und damit ihr nicht schlapp macht, weil wir haben hier noch 6 Boxen vor uns, habe ich euch jetzt mal ein bisschen näher an mich rangeholt. Wir haben hier eine Uhr, für die wurde man leider auch sitzen gelassen. Weiß ich nicht, was da los ist. Und das ist eigentlich eine super interessante Uhr. Die Uhr ist nur sehr, sehr schwierig, bildlich und in Fotos darzustellen, weil die Farbnuancen wirklich minimal sind. Wir haben hier aber eine Speedmaster Moonwatch und wir haben die mit einem braunen Blatt.
Ich glaube, man kann es so ganz leicht erkennen hier im Licht. In echt sieht man es krasser als auf Bildern und in Videos. Und dieses braune Blatt, die Referenz ist relativ selten. Viele wissen auch gar nicht, dass es die gibt, weil die Speedy hat halt im Normalfall immer die schwarzen Blätter. Sie hat hier, will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, einen wunderschönen Glasboden. Kriegt man ihn scharf. Wenn ich keinen Videografen am Start habe, dann haben wir wieder verwackelte Bilder. Aber ich gebe mir hier immer Mühe, dass ich euch die Einblicke geben kann. Also wir blenden euch einfach ein schönes Foto ein vom Werk. Und die Uhr ist in meinen Augen sehr, sehr stimmig. Und wenn man schon sagt, man möchte eine Speedy haben, okay? Und obwohl eine Speedy ja über mehrere Generationen immer gleich aussieht, obwohl Speedy so gefühlt in jeder Sammlung oder in sehr, sehr vielen Sammlungen unterwegs ist, dann ist diese Speedy mit braunem Blatt eine sehr gute Auswahl. Preislich gesehen, auch in der Range, wo die anderen Speedys sind, man muss halt einfach nur so mutig sein und sagen, weißt du was, ich breche so ein bisschen mit dem, was der normale Speedy-Käufer kauft und nehme dieses braune Blatt. Das Krasse ist, von der Weite hier, man sieht es überhaupt nicht, dass es braun ist. Also das sieht man wirklich erst nur, wenn man hier so näher rangeht. Und das Gleiche ist eben auch am Handgelenk. Am Handgelenk selber sieht es aus, wie wenn die Uhr so ein bisschen verblasst wäre, so ein bisschen Vintage-mäßig würde ich vielleicht sagen, dass man sagt, das Blatt war vielleicht mal schwarz und ist einfach ein bisschen gebleicht. Wenn man dann aber nah rangeht, kann man diesen Braunton ganz klar erkennen. Und der Braunton mit den weißen Totalisatoren, den Zeigern und dem Chronograph, das macht schon Spaß. Also da kann man meiner Meinung nach nichts sagen. Ist eine bisschen andere Uhr, hat man auch was zu erzählen, wenn dich jemand an der Straße anhaut oder dein Kumpel sagt, okay, hast du eine Speedy gekauft? Ja, ich habe mir eine Speedy gekauft, aber nicht irgendeine. Die mit einem braunen Blatt. Was? Die gibt es mit braunem Blatt? Ja klar, gibt es die mit braunem Blatt. Oh, sieht man aber gar nicht, dass die braun ist. Guck mal näher hin. Boah, krass, die hat ja wirklich ein braunes Blatt. Also genauso wird euer Gespräch ablaufen, wenn ihr diese Uhr kaufen werdet mit euren Uhrenfreunden. Hat natürlich schönen Handaufzug, hat den Chronographen mit dabei. Einfach eine Uhr, die schön ist. Also, ich meine, die meisten wissen es, ich bin nicht der größte Speedy-Fan. Vielleicht auch, weil ich halt gerade diese nischigere Uhren, die nicht so viele haben, gerne mag. Aber ich glaube auch genau deswegen fasziniert mich dieses braune Blatt so stark, weil es halt auch nicht jeder hat. Also ich habe schon viele Leute mit einer Speedy gesehen, aber noch keinen, der die Speedy mit braunem Blatt dran hatte. Und ich habe es vielleicht auch nicht erkannt. Wobei bei den Kunden, wenn die mir gegenüber sitzen, ist das ungefähr so die Distanz, die wir gerade haben, würde mir das im Normalfall schon auffallen. Heißt, dadurch, dass wir sitzen gelassen wurden, die Uhr geht jetzt wieder online, ist im Shop dann wieder verfügbar. Geht jetzt quasi dann wieder ins Lager und wartet auf einen neuen Besichtigungstermin oder einen neuen Besitzer, der sich sehr bewusst für dieses braune Blatt entscheiden wird. Weiter geht's mit einer Breitling, und wenn man von Breitling redet, was kann man nicht auslassen? Navitimer, die haben wir auch hier. Blaues Blatt, das finde ich ist bei den Navitimers wirklich immer wunderschön. So. Jetzt wird es scharf, wenn man ein bisschen auch mit dem Licht spielt. Klassische Uhr von Breitling, extrem viele funktionelle Gegebenheiten. Da gibt es tausende Videos. Man kann ja sogar Trinkgeld mit der Uhr ausrechnen, wenn man möchte. Man hat ein Chrono dabei, man hat ein sehr zeitloses Design, man hat eine sehr wertstabile Uhr und man hat eben die Ikone von Breitling, wenn man eine Navitimer kauft. Wir haben bei diesem Modell neben dem schönen blauen Ziffernblatt hinten auch noch ein kleines Highlight, und zwar Gehäuseboden, der ein Sichtboden ist. Die Uhr hatten wir auf Verdacht geholt, weil der Kunde meinte, ja, ich komme vielleicht, und der hatte noch keinen Termin. Deswegen kann ich auch nicht sagen, er hat uns sitzen gelassen, aber er hat, sage ich mal, angetäuscht. Er hat so angetäuscht, so findenmäßig, hat er gesagt, ja, ich komme da vielleicht vorbei, ich möchte die Uhr, und ja, kam da nicht. Das heißt, da haben wir gedacht, naja, wir lassen ihn mittransportieren, weil wir ihn in Werttransport hatten. Falls der Kunde doch kommt, dann geht es schneller, dann sind wir da, er kommt schneller zu seiner Uhr. Ist leider nicht der Fall, das heißt, die Uhr ist jetzt mittlerweile auch wieder online und ist zu haben. Ich verstehe auch gar nicht, warum sie noch gar nicht verkauft ist. Normal gehen Navitimer mit blauem Blatt immer extrem gut und extrem schnell. Vielleicht habe ich einen Ticken zu hoch angekauft, vielleicht hat Marco auch einen Preis einen Ticken zu hoch angesetzt. Wir haben jetzt nach dem Video eh noch eine Session, wo wir über das Pricing unserer Uhren gehen, und da wird natürlich auch immer wieder mal korrigiert, klar, weil wenn sich eine Navitimer nicht einigermaßen schnell verkauft, dann muss man sich Gedanken machen, an was es liegt. Normalerweise geht es immer sehr gut,
Und da wird diese Uhr eben auch behandelt werden. Das heißt, wenn das Video kommt, ihr habt die im Auge gehabt, müsst ihr mal einen Preis abchecken. Vielleicht ist er nach dem Video oder wenn ihr das Video seht, schon niedriger, als er war, als die Uhr online kam. Das kommt manchmal vor. Klar, wir wollen verkaufen. Manchmal sind es 100, 150, 200 Euro, die bei so einer Uhr wirklich zwischen erfolgreichem Verkauf und sie bleibt liegen stehen. Das werden wir nochmal analysieren. Wir werden uns den Markt nochmal anschauen und entsprechend anpassen. Zu der Uhr kann man nicht viel sagen. Top-Zustand, Traumzustand, schönes Set für euch verfügbar. Und ich sag's euch, mir wird manchmal einfach auch erst bei solchen Videos bewusst, wie viele Uhren wir an einem Tag in der Hand haben, wie viele Deals und Kunden wir eigentlich handeln sozusagen. Ich meine, das ist jetzt natürlich nicht alles an einem Tag, aber das ist schon krass und das sind echt so Momente, da denke ich mir, du lebst echt deinen Traum, ich wollte mit Uhren arbeiten, ich arbeite jetzt mit Uhren, was will man mehr? Und in diesem Sinne geht es hier direkt weiter. Eine Uhr, die wir in Zahlung genommen haben, von dem Kunden haben wir zwei in Zahlung genommen, das sollte auch noch eine kommen. Eine Tudor, einmal eine Rolex Tudor, die wir in Zahlung genommen haben, ist diese wunderschöne und ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von der Uhr, Pelagos 39 in Titan. Die Uhr ist mittlerweile preislich sowas von super krass interessant geworden auf dem Markt, wenn ihr mich fragt. Es ist natürlich auch, weil Tudor einfach, das sind Ehrenmänner, die hier das Packaging machen. Da ist entsprechend auch hier natürlich Rubberstrap mit dabei zur Uhr, also das Rubberstrap hier einmal. Dann haben wir hier noch die Tauchverlängerung, die natürlich nie jemand trägt, aber die auch mit dabei ist. Wenn man Taucher ist, freut man sich da auch drüber. Wir haben das originale Tag noch dabei, die Anleitung, die Karte, die Uhr ist von 23 und kommt quasi vom Erstbesitzer. Das ist immer sehr, sehr schön. Wie gesagt, die Uhr ist, die Pelagos 39 ist generell preislich momentan super interessant angesetzt auf dem Markt. Die ging eine Zeit lang über Liste, eine Zeit lang knapp unter Liste. Momentan steht beim Preis auf jeden Fall eine 3 davor, vielleicht sogar eine mittlere 3, vielleicht auch eine hohe 3 mit ein bisschen Verhandlungsspielraum. Ihr wisst ja, wie es ist. Die Uhr ist wunderschön, da haben wir schon ein Video drüber gedreht. Dieser Glanz vom Titan, dieser unterschwellige Glanz vom Titan ist geil. Man hat diesen Glanz, der dann auch auf der Lünette drauf ist, der ganz besonders ist. Man hat die Indexe bei der Uhr, die ja sozusagen aufgesetzt sind, also die Uhr nochmal einen 3D-Effekt geben. Und man hat, das steht jetzt leider gerade der Stundenzeiger drüber, man sieht so ein bisschen im unteren Bereich diesen roten Pelagos-Schriftzug, der ja auch bei Rolex-Modellen zum Beispiel, bei den Vintage-Rolex-Modellen super beliebt ist. Das heißt, ich finde eine Uhr mit einer wunderschönen DNA, die preislich momentan auf dem Markt super interessant zu kaufen sind. Und wo man preislich kein Geld kaputt machen wird, meiner Meinung nach, wo man viel Spaß haben kann mit der Uhr. Eine Uhr, die einfach easy peasy im Alltag zu tragen ist. Mit dem Vorteil, dass eben noch ein Rubberband dabei ist. Wenn man sagt, du, ich habe mal Bock auf was anderes, bisschen legerer sozusagen, ich will kein Titanband dran haben, dann scheppe ich mir halt ganz kurz das Kautschukband dran und habe eigentlich zwei Uhren in einer. Das macht, glaube ich, immer jedem Spaß. Und jetzt kommt noch die zweite Uhr, die der Kunde in Zahlung gegeben hat. Wie gesagt, eine Rolex. So, und die zweite Uhr, die er in Zahlung gegeben hat, ist eine Oyster Perpetual 41, blaues Blatt, kommt aus Erstbesitz, ist wirklich volle Hütte dabei, Lünettenschutz, grünes Tag. Hier drin habe ich noch das weiße Tag, wo die ganzen Uhreninfos stehen. Alle Links dabei, Karte dabei, sogar eine späte 23, also November 23 ausgeliefert. Das heißt, voller kann man das Set eigentlich nicht bekommen. Uhr ist in einem Top-Zustand, also kann man auch echt überhaupt nichts sagen. Das blaue Blatt, wenn man so ein simples Design wie die Oyster Perpetual hat, macht das blaue Blatt, dieser Glanz von dem blauen Blatt, die Uhr natürlich auch extrem besonders. Das heißt, diese Uhr wird auch online kommen bei uns. Ich denke, super schnell einen neuen Besitzer finden. Vor allem jetzt kommt ja Q4. Und Q4 heißt in dieser Branche, es geht ab. Ich wusste das auch nicht, aber es ist anscheinend auch gängig, dass man sich gegenseitig Rolex schenkt, wenn die finanziellen Mittel gegeben sind, wovon wir natürlich auch profitieren als Händler und was immer super interessant ist. Wir hatten mal, das ist immer die Geschichte, die erzähle ich immer wieder mal unseren Kunden. Ein Kunden da, der hat gemeint, der hat sich eine AP gekauft bei uns, hat dann gemeint, hey Jungs, morgen ist Vatertag, oder? Ja, ja, morgen ist Vatertag, sagt er, top, pack mir nochmal 3 Uhren ein, Rolex für Frau und Kinder, oder waren es 2? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, Vatertag ist schon wieder ein Ticken her. Auf jeden Fall hat er dann spontan einfach noch ein paar Rolex mitgenommen, die er quasi zum Vatertag verschenkt hat. Wir haben ihn dann auch ganz kurz mal gefragt, ob er schon verstanden hat, für was der Vatertag da ist, dass ihm was geschenkt wird und er, sag ich mal, gewertschätzt wird. Ah, da hat er dann auch nur geschmunzelt, wir natürlich auch, und hat sich gesagt, meine Family wird sich über die Uhren freuen, das war uns auch ganz klar. Aber das gibt's, das kommt vor. Ich bin halt nicht so aufgewachsen, deswegen ich bin da
da immer sehr fasziniert davon. Aber ich gönne es natürlich jedem von Herzen. Ja, wir profitieren natürlich auch davon. Da kann man jetzt auch nicht verschweigen. Deswegen, das ist so eine klassische Uhr, die wird es wahrscheinlich nicht lang zu uns machen. Ich weiß nicht, ob die schon Weihnachtsgeschenk wird, aber wenn wir jetzt noch einen Monat in die Zukunft gehen, sind ganz, ganz viele Uhren auch als Weihnachtsgeschenke vorgesehen. Und da ein Tipp an jeden, der irgendwie vorhat, eine Uhr als Weihnachtsgeschenk loszuwerden oder sich selber eine zu schenken: Kauft, wenn dann jetzt noch, weil zu Weihnachten hin werden die Preise immer einen Ticken teurer, weil halt die Nachfrage steigt und auch weniger auf dem Markt dann verfügbar sind. Und dann kommen natürlich die Last-Minute-Käufer, die noch Druck haben, dass sind die dann auch nicht mehr so preissensibel. Das heißt so, wenn man jetzt sagt, Oktober, Mitte Oktober, sich die Uhr selber schon mal vorkaufen zu Weihnachten oder eben für seine Liebsten eine Uhr kaufen. Und wie gesagt, wir haben dieses Szenario sehr oft. Stell es bitte nicht so dar, als ob es das nicht gibt. Ich bin es auch nicht gewohnt. Bei mir gab es, keine Ahnung, als ich Kind war, Tommy Hilfiger Uhr oder so zu Weihnachten. Aber den Leuten sei es allen gegönnt. Und Mitte Oktober spart euch ein paar hundert Euro, gerade bei solchen Modellen, die auch mal sehr, sehr gerne unterm Weihnachtsbaum liegen. Und jetzt kommen wir zur letzten Uhr. Ganz wilde Geschichte, die haue ich auch noch raus. Ist auch eine Rolex und die wollten wir eigentlich verkaufen, haben aber nicht verkauft. Und die Story dahinter ist ja ein bisschen crazy, aber wir geben euch ja da immer die Einblicke. Und deswegen will ich euch auch zeigen, warum Deals manchmal auch nicht klappen und wieso ich in dem Fall den Kunden heimschicken musste. Und wie angekündigt, enden wir mit einem Brocken und einer ganz wilden Geschichte. Und zwar der Rolex Deep Sea, die übrigens preislich auch um 10.000 Euro sich bewegen, momentan sogar knapp drunter, je nach Set, je nach allem drum und dran. Hier haben wir eine LC100 vom Erstbesitzer, auch auf der Karte noch vermerkt, deutsche Auslieferung, die jetzt wieder leider online kommt, weil die war eigentlich schon verkauft. Die Geschichte hinter der Uhr ist, Kunde wollte diese Uhr haben und wollte eine oder zwei Uhren in Zahlung geben. Ich habe ihm dann verschiedene Angebote gerechnet, die verschiedenen Szenarien, die wir haben, habe gesagt, gut, überlegst dir einfach, wenn du zu uns kommst, welche Uhr du denn haben möchtest. Der hatte auch gar keine so kurze Anfahrt, wollte aber auch keinen Werttransport machen und am Ende des Tages hat er eine Planet Ocean mitgebracht, die er in Zahlung geben wollte, die vor ein paar Monaten, jetzt weiß ich gar nicht, wie lange es ist, ich glaube einen Monat oder zwei Monate, einen Service bei Omega hatte. Deswegen habe ich bei der Uhr auch gar nicht, muss man auch sagen, recht viel nachgefragt, weil er hat gesagt, die Uhr war vor einem Monat bei Omega im Service, war echt 4 Wochen her, habe die seitdem nicht getragen und ich würde die dafür jetzt in Zahlung geben, weil ich hier meine Rolex will. Ich will ja meinen fetten Klopper, meine Deep Sea. So, das passt dann auch von der DNA, weil eine Planet Ocean ist ja auch nicht unbedingt die flacheste Uhr. Der Kunde, die hat auch echt gut ausgesehen an seinem Handgelenk, gesagt, diese Uhr will ich. So, sag ich, du, kein Thema, kommst vorbei, passt. Man war halt mit der Uhr da und dann sind mehrere Probleme aufgetreten. Zum einen, die Uhr wurde gar nicht aufbereitet äußerlich, was ich nicht erwartet hätte, was aber kein Problem ist, weil die können wir einfach aufbereiten, wäre mir egal gewesen. Das große Problem war aber, die Uhr hatte einen riesen Kratzer auf dem Glas. Und das ist natürlich komisch, weil A, Kratzer auf dem Glas, der dann auch über den Rand hinausgeht, das ist gerade, wenn man solche Tauchuhren auf Wasserdichtheit testet, eigentlich nichts, was man rausgeben sollte als Omega. Und B, sieht es natürlich auch unschön aus, weil er ging wirklich so quer von 6 Uhr quasi hier drüber. Und der war super krass sichtbar. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass man bei Omega nicht unbedingt locker easy an Gläser kommt. So, liebe Leute, und jetzt ist mir der Akku ausgegangen. Dann habe ich den Akku gewechselt, normales eingesetzt, voll durchgezogen und einfach vergessen auf Record zu drücken. Deswegen nochmal, ich war stehen geblieben bei einem Kratzer, den die Uhr hatte. Ich habe die Uhr rausgenommen beim Termin, habe halt direkt gesehen, in dem Moment, wo ich sie rausnehme, oh, das hast du mir aber nicht gesagt, dass da ein Kratzer am Glas ist. Und an dem ist es dann am Ende des Tages auch gescheitert. Ich habe dem Kunden gesagt, hey, geh mal mit dem Fingernagel drüber, du merkst den spürbar, ich habe ihn sofort gesehen. Klar, mein Auge ist auch darauf geschult, dass ich Dinge sehe, die man als Laie vielleicht nicht sieht. Vor allem, ich habe ja auch noch jüngere Augen, auch wenn ich eine Brille brauche, aber der Kunde war so 50 bis 55, hätte ich jetzt geschätzt. Da habe ich dann wirklich auch gesagt, hey, versuch nochmal auf Omega zuzugehen, beziehungsweise der hat das über den Uhrmacher abgewickelt, der das mit Omega gemacht hat. Da vielleicht nochmal auf Kulanz versuchen, ob dir das Glas gewechselt wird und dann kann man es auch verkaufen. So wie es jetzt der Fall ist, geht das für uns halt aber nicht klar, weil
das, was ich dir abziehen müsste vom Deal, ist für dich hinten und vorne nicht wirtschaftlich. Und wenn ich den Deal so mache, wie ursprünglich berechnet war, dass ich mit einer geservisten Uhr sozusagen gerechnet habe, die tipptopp ist, und jetzt aber die Uhr zu Omega geben muss, die ist lange weg. Ich weiß nicht, wann sie wiederkommt, die machen das Glas, da kommt nochmal eine Rechnung, macht es halt auch keinen Sinn. Und deswegen sage ich euch, liebe Leute, auch immer, nehmt doch unser Formular auf der Website her, die Ankaufsanfrage, nehmt euch diese 5-6 Minuten, dann sehe ich nämlich im Normalfall alles. Außer man hat nochmal Kunden, die wollen auch ein bisschen was verstecken, das ist auch nicht ganz so nett, aber ich hätte es in dem Fall vermutlich gesehen, weil der Kunde wollte es definitiv nicht verstecken. Er wusste selber nicht, war das direkt nach dem Service oder wo kam dieser Kratzer her. Und so ist dieser Koloss, diese Uhr, auf jeden Fall jetzt für euch wieder verfügbar. Ist jetzt wieder online. Heute ist Mittwoch, wo ich das Video aufnehme. Ihr seht es am Sonntag. An dieser Stelle, wo ich gerade vom Mittwoch rede, möchte ich auch noch erwähnen, wir haben ja einen englischen Kanal jetzt gestartet. Heute, also in eurer Zeit jetzt vor ein paar Tagen, kam da das erste Video online. Ein super interessantes Video. Holy Trinity of Santos von Cartier. Wir hatten nämlich gleichzeitig die SIHH da, die Slate Dial Ghost da und eine 18 Karat Gold Santos da. Die haben wir festgehalten und wir wollen eben auf dem englischen Kanal auch das mit der internationalen Community teilen, was wir so an interessanten Uhren da haben. Ich weiß, der ein oder andere hier ist der englischen Sprache nicht mächtig oder mag das auch nicht so gern, wenn ein Nicht-Native-Speaker, wie wir zum Beispiel, dann halt Englisch redet. Klar, man hört es raus, dass wir aus Deutschland sind, das ist so. Aber wir wollen nicht, dass die Sprache uns da auch von der internationalen Community trennt, dass nur die Deutschen uns den Content angucken können. Und deswegen wird es ab und an auch mal dort Videos gegeben und ab und an heißt 2-3 Mal im Monat zusätzlich zu den Deutschen. Also dieser Kanal hier wird nicht vernachlässigt, da könnt ihr Gift drauf nehmen. Wir sehen uns trotzdem jeden Sonntag hier auf dem Kanal, vielleicht auch jeden Mittwoch oder jeden zweiten Mittwoch und ansonsten eben auf dem englischen Kanal. Und selbst wenn man kein Englisch kann, ich sage jetzt mal ganz hart, kann man sich zumindest die ganzen Close-Ups der Uhren da anschauen, wenn man ein bisschen uhrenverrückt ist. Und wenn nicht, kann man es auch einfach ignorieren. Auf jeden Fall, wer da Bock drauf hat, schaut euch ganz gerne mal dieses Video an, das wir Mittwoch dort hochgeladen haben. Wir starten auf dem Kanal wirklich wieder bei 0, wirklich 000, weil hier haben wir unsere paar tausend Leute, die wir immer bespielen. Auf englischer Sprache haben wir gar keinen, auch noch gar keinen Support. Das heißt, schaut euch das ganz gerne an, lasst uns da ein Feedback da, lasst uns da gerne auch ein Abo da und dann ja, bekommt ihr einfach immer noch mehr Content von uns und noch mehr Einblicke hinter die Kulissen und noch mehr Uhren-Content, was ja eigentlich auch wieder ganz geil ist. Plus, wir haben noch ein bisschen die internationale Community, die mit am Start ist. Und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Einschalten, ich bedanke mich für euren Support, ich bedanke mich für alle Leute, die immer wieder kommentieren und uns da auch pushen und die dann auch ein Abo auf Insta da lassen. Und ich wünsche euch einfach noch einen schönen Abend, eine erfolgreiche Woche, wenn ihr das Video ein bisschen später anseht. Und hoffe, dass euch diese Einblicke heute mal ganz unkompliziert sehr gut gefallen haben. Ich hatte auf jeden Fall Spaß mit euch. In diesem Sinne, wir sehen uns demnächst wieder. Ciao.